Der Raschplatz, ein berüchtigter Platz hinter dem Hauptbahnhof. Zu den schönsten Orten der Stadt gehört der bahnhofsnahe Vorplatz wahrlich nicht. Die Stadt hat deshalb im Sommer versucht, den Platz zu beleben und zieht nun eine positive Bilanz und plant neue Freizeitattraktionen. Gleichzeitig wird an dem Konzept der Stadt kritisiert, dass obdachlose Menschen, die den Raschplatz nutzen, verdrängt werden würden. Studierende der Fachhochschule des Mittelstands Hannover haben sich nun ebenfalls mit dem Raschplatz beschäftigt und ihr Konzept für eine Neugestaltung vorgestellt. Einen Raschplatz für alle. Wie dieser genau aussehen soll, frage ich jetzt Philipp Dimitrakakis, ein Teilnehmer des Studierendenprojekts. Guten Tag. Schönen guten Tag. Danke für die Einladung. Ja, der Raschplatz, der ja sonst von vielen HannoveranerInnen gemieden wird, war ja in diesem Jahr erstmals wieder ein Platz für Sport und Spaß. Die Stadt zieht ja eine positive Bilanz ihres Raschplatz-Open-Airs. Billit Ona, ich zitiere, sagt, seit vielen Jahren ist es erstmals gelungen, die Problemplätze nördlich des Hauptbahnhofs für viele Menschen wieder attraktiv zu machen. Sehen Sie das genauso? Ja, also ich denke, dieses Projekt zeigt auf jeden Fall eindrucksvoll, dass es wirklich geklappt hat, Menschen dorthin zu ziehen und ja, dieser eigentlich unbelebte Platz in Hannover, dass doch in der Bevölkerung ja der Wille besteht, diesen Platz zu nutzen und dass dieser Platz, so wie er jetzt vorher dort stand, sehr unbeliebt und sehr tot war, dass das eigentlich nicht im Sinne der Bevölkerung ist, sondern dass man eben durch ja ein Angebot von eigentlich nur Sport, was im Endeffekt gar nicht so eine große Palette abdeckt, sondern ich sag mal so, mit einem Fußballplatz spricht man ja hauptsächlich Kinder und Jugendliche an. Wenn man da selber vorbeigegangen ist, hat man häufig gesehen, wie dort Jugendmannschaften trainiert haben oder zum Beispiel Kinder gegen ihre Eltern dort Fußball gespielt haben. Also eigentlich nur einen kleinen Teil der Bevölkerung. Und trotzdem war der Platz innerhalb von 2 oder 3 Wochen ausgebucht. Ich finde, das zeigt ganz genau, dass es eben ein Platz ist, der nicht tot oder verloren ist, der eben nur wieder mal wiederbelebt werden muss. Im Winter sollte jetzt auch weitergehen. Ab November soll es eine eisfreie Schlittschuhbahn geben. Ist das der richtige Ansatz, um den bahnhofsnahen Platz ja attraktiver zu machen? Man muss auf jeden Fall berücksichtigen, dass dieses nur temporäre Nutzungen sind. Ja, aus Gesprächen mit Obdachlosen geht halt häufig hervor, dass die vor allem Probleme damit haben, dass sie sich verdrängt fühlen und eben nicht mit integriert. Manche Gespräche, die mit den Obdachlosen geführt wurden, dazu muss man sagen, unser Projekt war von März bis Mai, also quasi bevor das Open Air stattgefunden hat. Und dahingehend wurden die Obdachlosen auch befragt, was sie eigentlich von diesem Open Air halten. Und ja, die Hauptaussage war eigentlich, dass sie sich mehr oder weniger verdrängt fühlen. Ein paar haben es mit ein bisschen Humor genommen und gesagt, was soll ich hier im Sand spielen, so nach dem Motto. Also ja, die fühlen sich mehr oder weniger verdrängt, nicht mit integriert oder halt eben nicht mit aufgenommen. Und ich denke, es ist wichtig, vor allem bei der Lösung für den Raschplatz, ja, daran zu denken, dass diese Menschen mit integriert werden in die Lösung. Weil so wie es jetzt aktuell läuft, werden sie nur verdrängt. Das verschiebt die Problematik zu anderen Plätzen, wie zum Beispiel zu dem Weiße Kreuzplatz, was wir jetzt schon im Sommer gesehen haben, dass dort vermehrt Obdachlose auftauchen. Aber es löst die Problematik mit den Obdachlosen nicht, die wir einfach haben. Sie haben sich ja jetzt gemeinsam mit anderen Studierenden an Ihrer Hochschule ja ebenfalls mit dem Raschplatz beschäftigt und ja ein anderes Konzept für den Platz entwickelt. Wie kam es denn zu der Idee, ja, sich für eine Neugestaltung des Raschplatzes einzusetzen? Ja, grundsätzlich ist die Idee in dem Studienfach Studium Generale entstanden, was kein festes Curriculum hat, sondern es geht mehr darum, so ein bisschen über den Tellerrand hinauszuschauen, nicht das direkt, was man mit dem Studiengang verbindet, also ich studiere Architektur und Immobilienmanagement, nicht in dieser Sparte zu bleiben, sondern mal ein bisschen weiter zu schauen. Und dahingehend kam unsere Dozentin rein und hatte erzählt, sie hat von diesem Ideenwettbewerb gehört und gefragt, ob wir als Studiengruppe von 16 Leuten Lust hätten, da mitzumachen. Dann haben wir 4 kleine Gruppen gebildet und uns quasi mit diesem Thema befasst. Wir haben uns, da wir der Studiengang Architektur und Immobilienmanagement sind, auf die Gestaltung konzentriert und dann später mit anderen Studiengängen fusioniert, zum Beispiel mit dem Medienkommunikation und Journalismusstudiengang, die die Obdachlosen befragt haben, aber auch mit dem Studiengang Soziale Arbeit und Management, die sich dann auch mit ja, sozialen Themen in Hannover, Obdachlosigkeit in Hannover beschäftigt haben. Sie wollen ja jetzt einen Raschplatz für alle. Wie sieht denn Ihr vorgeschlagener Lösungsansatz denn aus? Ja, wir haben erstmal 3 Hauptproblemzonen herauskristallisiert. Das ist einmal aktuell das vorherrschende Klientel, dann haben wir die monotone Platzgestaltung und das einseitige Angebotskonzept, was aktuell vorherrscht. Diese 3 Punkte sind so die Hauptthemen, warum der Platz aktuell nicht funktioniert. Genau hier wollen wir mit unserem Modell anknüpfen.
Unser Modell nennt sich das ökologische Multifunktionsmodell und vereint drei Leitmotive. Unter ökologischem Multifunktionsmodell kann man sich vielleicht nicht so viel vorstellen. Deswegen haben wir das untergliedert in die drei Hauptpunkte: Urbanität, Ökologie und Multifunktionalität. Zur Urbanität geht es darum, dass man einen zentrumsnahen Platz hat mit sehr guter Anbindung, der ein großes Potenzial bietet, allerdings durch die Billiganbieter oder eben Casinos oder ähnliches, was dort aktuell ist, keine hohe Nutzerfrequentierung bringt und auch Einkaufsmöglichkeiten sind eher schwach dort ausgeprägt. Da würden wir als erstes ansetzen und dort ja einen besseren Gewerbeteil ansiedeln und eben diese Nutzerfrequentierung versuchen hochzuschrauben. Als zweites hätten wir dann die Ökologie, wo es uns darum geht, mit Pflanzeninseln und Fassadenbegrünung dafür zu sorgen, dass der Platz optisch aufgelockert wird. Durch diese großen Betonflächen entsteht ja immer so ein leicht eingeengter Eindruck und die eckigen Kanten des Platzes sorgen auch dafür, dass er noch länger wirkt, als er eigentlich ist. Dazu führt eine Fassadenbegrünung zum Beispiel die Luft und Qualität verbessern und auch Lärmschutz bringen. Und als letztes ist für uns wichtig die Multifunktionalität. Das heißt, der Raum soll nicht nur einen Zweck erfüllen, sondern zum Beispiel als Erholungs- und Kommunikationsraum dienen, wo man zum Beispiel seine Pausen verbringen möchte, aber auch als Spielraum für Kinder. Wir haben in unserem Konzept auch Spielmöglichkeiten vorgesehen, wo Kinder sich auch austoben können und eben halt auch als Aufenthaltsraum für die Obdachlosen, als quasi Safe Room, wo man keine Angst mehr haben muss. Wie geht es denn jetzt weiter mit dem Projekt? Stellt ihr das der Stadt vor oder was ist da genau geplant? Ja, wir haben es vor 2 Wochen vorgestellt, vor der Sozialdezernentin und der Leiterin im Fachbereich öffentliche Ordnung, die grundsätzlich daran Interesse gezeigt haben. Die waren sehr beeindruckt, dass unser Konzept quasi die Punkte vereint. Das ist ja ein großer Wettbewerb gewesen, wo auch Architekturbüros und Ähnliches teilgenommen haben, dass wir quasi die Problematik ganz genau erkannt haben und daraufhin unser Lösungskonzept darauf abgestimmt haben. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank für die Einladung.